Hi, ich hoffe, euch geht's gut. Sehr, sehr gut, hoffe ich. Heute gibt's keinen Hula-Hoop, heute gibt's keinen Sport. Ich muss mich heute schonen. Ich sollte heute den ganzen Tag auf der Couch sitzen. Nach einer Operation, die ich hatte, nach einer OP. Ja, gut, das klappt mit einem vierjährigen Kind ja nicht ganz so gut bekanntlich. Aber mein Mann hat mitgeholfen, sie vom Kindergarten abzuholen im Auto und dann sind wir noch zur Logopädin gefahren. Sie hatte heute ihre letzte Logopädenstunde. Hätte eigentlich auch gar keine gebraucht. Aber es schadet ja auch nicht. Und es macht Spaß. Also ihr macht Spaß, es ist halt spielen und dabei ein bisschen sprechen. Ja, also falls ihr Kinder habt und die haben ein paar Sprechprobleme, einfach zur Logopädin gehen, beziehungsweise muss man sich erstmal ein Rezept oder eine Verordnung. Verordnung heißt, das muss man sich holen. Die bekommt man ja vom Kinderarzt oder Hals-Nasen-Ohrenarzt oder wie auch immer. Ich wollte auf jeden Fall nur kurz sagen, dass es heute kein Sportvideo gibt. Leider nicht. Ich darf mich heute nicht bewegen und soll mich auch die ganze Woche relativ wenig bewegen. Vielleicht geht morgen aber trotzdem. Vielleicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Bin ich jetzt, muss ich mich ausruhen. Ein paar Tage und dann ist Samstag an meinem Geburtstag. Ich habe Samstag Geburtstag und werde jung. Da ist dann wieder eine kleine OP, aber ohne Vollnarkose und soll ganz schnell gehen. Mal gucken. Ich meine, sieht so komisch hier aus. War das schon immer so? Muss wohl, denn andersrum sieht es noch komischer aus. Ja, ich weiß nicht, ob ihr. Das ist jetzt wieder spiegelverkehrt. Es heißt Cyclogest 400 mg, Vaginalzäpfchen, Wirkstoff, Progesteron. Vaginal. Hab schon gehört, das soll wohl eine recht schleimige Angelegenheit sein. Ja, die soll ich dann ab morgen nehmen. Zweimal täglich. Nicht über 30 Grad lagern. Ach, nein. Ich glaube, wir hatten hier maximal 29 Grad. Ja, ich freue mich schon. Zweimal täglich. Kommt man gar nicht so lange mit aus. Sieht so viel aus, so eine Verpackung. Also ist eigentlich viel drin. Aber soll man ja auch nehmen. 45 Zäpfchen sind da drin. Ja, gut in Mathe ist, kannst du mir jetzt mal ausrechnen. 2 pro Tag. 45 sind drin. Komme ich wie lange mit hin? Ich bedanke mich für die Antwort. Ich bin nicht gut in Mathe. Ich habe auch keine Lust. Nämlich etwas müde. Aber wirklich war diese Narkose, die ich heute hatte, die war sehr gut. Ich hatte letztes Jahr eine, die war absolut gar nicht gut. Ich glaube, da hänge ich 2 oder 3 Tage in den Seilen und ja, das geht gar nicht. Also, was heißt ja, das geht gar nicht? Das ist nicht gut, so lange schlapp zu sein und müde. Heute war viel besser. Also, ich habe ja den Tagesablauf mitmachen müssen, Logopädin, dann aber alles mit Auto zum Glück, musste ich nicht laufen. Immer mehr Eis essen. Ja.
Jetzt lege ich aber auf, weil es sind schon 5 Minuten, die ich euch jetzt gerade zuquatsche. Wenn ihr da Erfahrung habt mit diesem Zyklogest, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, wenn ihr wisst, wie das ist, gibt es Nebenwirkungen? Gibt es positive Sachen? Sagt mir gerne Bescheid. Ich freue mich auf Rückmeldung. Denkt an den Daumen hoch und vielleicht hören wir uns ja morgen Abend oder sehen uns. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.